Hi Leute und willkommen zu diesem Turnier-FMA. Und ja, wir nehmen euch heute aufs Turnier mit. Also wir, meine Freundin und ich. Komm mal her. Hi. Ja, genau. Und wir dachten, weil ihr sowas ja schon mal so mega toll gefunden habt und euch so gewünscht hattet, ja, machen wir das doch einfach mal. Und ja, ich reite auf Tamano und sie reitet auf dem Amigo und ja, ich würde sagen, wir holen die beiden jetzt erstmal. Der Hänger müsste auch gleich kommen. Und ja, packen dann erstmal die Sachen ein. Oder ich würde sagen, wir packen erstmal die Sachen ein. So, der Hänger ist jetzt gerade vorgefahren. So, Tamanos Sattel ist jetzt aufgeladen. Und jetzt auch seine Trense. Und jetzt fehlen nur noch Amigos Sachen. So, Amigos Sachen sind auch aufgeladen. Und jetzt nehmen wir noch einen Eimer mit. Also, falls wir irgendwie Wasser brauchen oder so. So, das Eimerchen und die Leckerlis haben wir jetzt hier reingestellt, weil, ja, da verrutschen sie nicht so. Und dann holen wir jetzt mal die Pferde. So, die Pferde haben wir jetzt geholt. Wir machen hier jetzt gleich Gamaschen drauf, weil der Weg ist jetzt nicht so weit und dann müssen wir keine Transportgamaschen anmachen. Und, ja, das machen wir jetzt mal kurz und dann verladen wir sie. So, Gamaschen sind auch drauf. So, lass der Manu. Komm. So, Tamano ist drin, da hinten, seht ihr vielleicht. Ja, steht noch die Jenny mit dem Amigo und die dürfte auch gleich kommen in den Verladen und dann geht's los. So, wir sind jetzt auch fertig. Er hat jetzt noch zusätzlich Hufglocken, weil er an den Hufen ein bisschen empfindlich ist und auch fürs Springen. Also, wir springen übrigens, haben wir euch noch gar nicht gesagt. Ja, da ist er halt ein bisschen empfindlich und deswegen lasse ich die dann dran. Also, weil es einfach viel besser ist. So, los Amigo, komm Amigo, los. So, die beiden sind jetzt drin und dann würde ich sagen, let's go. Und zu mit der Hängerklappe. So. So, wir sind jetzt gerade angekommen, hinter uns hier. Seht ihr schon so ein bisschen den Turnierplatz? Ja, und wir sind auch schon ganz schön aufgeregt. Wir werden jetzt allerdings nicht irgendwie filmen andere Teilnehmer oder so, weil die das ja vielleicht nicht möchten oder so. Also, ja. Also wir werden nur uns beide filmen. Und ich würde sagen, jetzt holen wir die beiden mal raus. Los, Tamano. Tamano, komm. Gut. Komm. Ja, du sollst kommen. Tamano. Och Mann, muss ich gleich nachhelfen gehen. Gut. Tamano, komm jetzt. Das ist doch nicht so schwierig. Tamano. Na, also, komm. Gut, hätte meine. Super. Wow, nicht rutschen, nicht rutschen. Ah, das ist gut, alles gut. So, Tamano ist jetzt draußen und steht immer noch auf der Rampe. Und ich werde ihn jetzt da mal am Hänger anbinden. Und dann kommt auch noch Amigo raus. So, die beiden sind heile rausgekommen. Und ja, dann satteln wir sie jetzt mal auf. Wir putzen sie erstmal. Und dann sind wir nämlich auch bald dran. Also in einer halben Stunde oder so. Und wir kommen direkt nacheinander. Also, ja. Und dann würden wir sagen, machen wir das mal kurz. Ach so, und das Putzen haben wir jetzt übrigens nicht gefilmt, weil das ist ja eh immer dasselbe. So, wir sind jetzt fertig und ja, reiten dann mal nach da drüben. Und dann starten wir auch gleich. So, das ist der Turnierplatz. Also es sind jetzt nicht viele Hindernisse, aber die haben es in sich. Dieser blaue Sprung sieht zwar einfach aus, aber der ist echt schwer einzuschätzen. Der ist richtig fest. Und die Mauer ist ja eh immer schwer und das Kreuz, naja, das geht. So, und wir warten jetzt, bis wir drankommen. Yippie. So, als erstes war dann ich dran. Ich kommentiere das Ganze jetzt mal für euch. Und Tamano war an dem Tag wirklich gut drauf. Ja, und dann kam die Mauer. Und ja, da haben wir leider einen gerissen, aber naja. Dann mussten wir nochmal über das hier und über das Kreuz und das war auch echt. So, ich kommentiere das Ganze jetzt auch mal für euch. Also, ja, ich bin die Jenny. Und ja, das Kreuz war echt gut, da den Riesensatz drüber. Und ja, das war auch alles gut, bis halt kam, weil die Mauer ist nicht so satt. Und da hat er was gerissen. Ja, der Rest verlief dann echt gut. Und ja. So, die Siegerrunde konnten wir jetzt leider nicht mitfilmen, weil da eben andere Leute auch noch waren. Aber, oh mein Gott, wir haben tatsächlich eine Platzierung gemacht. Also,
Wir haben dann erfahren, dass eigentlich alle diese Mauer gerissen haben. Also, ja, wir springen nur jetzt noch nicht so hoch mit den beiden. Also generell können wir schon, aber noch nicht so hoch mit den beiden eben. Und also ich finde, die haben sich echt gut geschlagen. Der erste Platz, der hat dann, also es war der einzige, der keinen gerissen hat. Also, ja, wir waren noch mit die Schnellsten. Also, ja. Ich war noch ein bisschen schneller als die Jenny auf dem Amigo. Ich habe den zweiten Platz gemacht und sie den dritten und wir sind echt mega zufrieden damit. So, die beiden sind jetzt wieder abgesattelt, wie man sieht. Und dann geht es jetzt auch wieder nach Hause. So und so. So, die beiden sind jetzt drin und dann würde ich sagen, los geht's. So, ja, wir holen die beiden jetzt mal raus. Wir sind zu Hause angekommen, wie man vielleicht sieht. Und ja, dann kriegen sie beide noch ein bisschen was zu fressen. Das haben sie sich auch wirklich verdient. Und dann dürfen sie auch zurück in die Box. Nummer 1. Ach, Tamago. So, die beiden sind jetzt draußen und dann geht es erstmal hinten zum Waschplatz. So, die beiden haben jetzt noch ihr Mesh bekommen, also extra viel. Sie haben auch wirklich was geleistet. Und ja, ich hoffe, vielmehr, wir hoffen, dass euch das FMA gefallen hat. Und dann würden wir auch sagen, abonnieren nicht vergessen. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Bye.